Dedelig. So, und damit erstmal herzlich willkommen zum neuen Teil, also der nächsten Let's Play. Also ihr wisst, was ich meine, zu Let's Play Chaos auf Deponia. Jawoll. Junge, Junge, Junge. Also grundlegend erstmal ein paar Infos. Halt die Klappe, wir wollen ein Spiel sehen. Ja, ja, kommt noch. Also, ich hatte ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich da Let's Play mit einem Kumpel zusammen machen wollte. Hatte ich auch vorgehabt, aber naja. Sind 4 Tage vergangen, der ist vorbeigekommen. Sag ich, okay. Er wollte mitmachen, nicht. Ich wollte bei ihm mitmachen, Ende. Oder ich wollte auch nicht. Ja, okay, ich kann nicht sagen jetzt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich wollte, dass er mitmacht. Aber okay. Er ist auf jeden Fall nicht aufgetaucht. Ich will euch nicht ewig warten lassen mit Deponia. Und ich mache das jetzt mal gerade ganz ein bisschen lauter hier über die allgemeine. Ich hoffe, dass das jetzt so laut genug ist. Und ich würde sagen, Neustart. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja! Oh, dann nehmen wir hier wieder den altbekannten Mausrad. Und ab geht's. Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Ja? Ich wette, sie werden es trotzdem spielen, weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das... Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Ja, aber vorher mach ich das doch nochmal ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen krass leise. Mach mal mir. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Ja, ich glaube, da machen wir es irgendwann noch, doch noch ein bisschen leiser, aber ich glaube, so sollte es dann jetzt mal passen und weiterspielen. So, sollen wir das Ganze wirklich nochmal durchknüppeln? Ah, ich war. Ganz ehrlich, Leute, wir wissen, wie das Spiel funktioniert, da kommt nichts atembar raum, das wir überspringen dieses Mal. Werden wir dann auch bei Deponia machen. Tutorial wirklich überspringen. Es tut mir leid, aber ja. Sie kamen aus dem Nichts. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Organons. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Nein. Sie waren auf der Suche nach Gol, einer Elysianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Er weckte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Golds Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Golds Gehirnimplantat. Und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Elysianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten.
und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Yay! War das etwa die komplette Geschichte? Der erste Teil. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm gegengrenzt, war schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst Aufopferung und Plan. Willst du mich rollen, hier nochmal von vorn? Russa noch einmal von vorn. Chaos on the Pony. Chaos auf the Pony. Ach, endlich fängt es an. Yay. Ja, merkt euch diese Leute, das wird alles hinterher abgefragt. Ich mache einen Test. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, ja, da war Rufus noch ein, wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Danke, Doc. Du bist der Beste. Ich weiß nicht so recht. Irgendwas scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Dürfen wir jetzt mal? Dankeschön. Ach, ich freue mich einfach wieder hier zu sein auf Deponia. Okay, ich hätte auch gern Elysium gesehen, aber ich freue mich auch wieder Doc zu sehen. Und es gibt eine neue, die Oma Utz und die ein Papagei und die... Ja, okay, Papagei, ein Wellensittich, aber ein Vogel und die Rufus. Und der sieht irgendwie ein bisschen... geistig nicht ganz dicht aus. Aber okay, wir sollten dann jetzt mal hier aus dem Werkzeugkasten den Hammer holen. Was mir gerade eben aufgefallen ist, diese Videosequenz, die war doch noch ein bisschen laut, aber so eigentlich fand ich, ist der Ton schon okay. Sollte was sein, schreibt mir in die Kommentare. Aber okay, nehmen wir es den Hammer. Hattest du nicht erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeiten sind vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Der arme Vogel. Auf mich wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus und brutal? Niemals. Der arme Vogel. Ach du Holen wir da raus. Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor.
Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Ich finde es ja auch gerade geil, wie hier die Oma uns oder generell die beiden hier alles so dokumentieren, was er im Hintergrund macht. Na, der ist jetzt in der Kloche. Nein, den sollen wir jetzt nicht. Den müssen wir dann. Nein, den müssen wir runterspülen. Und wenn er aufs Klo muss, dann soll er das bei euch auf dem Kutter machen. Ja doch, Oma. Ich hab nämlich kaum noch Wasser. Er holt doch nur einen Hammer. Okay, wir können aber mit dem... Da ist noch eine Stromumkehrer, der das ist. Nein, tu uns das nicht an. Machst du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ich vertraue ihm vollkommen. Nur zur Info, das habe ich jetzt nicht im Kopf behalten. Das habe ich mir einfach nur gerade logisch gedacht, weil ich ja eben noch schon mal da drüber gegangen bin. Und naja, ihr kennt auch die Stromumkehrer vom ersten Teil. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. So, dann wollte ich mal sagen, spülen wir doch mal den Vogel runter oder rauf. Auf keinen Fall soll er Opfipieps so viel zu trinken geben. Ach, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Oh mein Gott, der arme Vogel. Können wir dir jetzt das Wasser hier raus? Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Ja. Können wir den jetzt einfach runterspülen, oder was? Oder einfach, wir nehmen den einfach noch raus. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfipieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Elektrikatze, Dog, so, Spielknopf, kann man... Ach, wir sollen einfach den Hammer nehmen. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Halt. Das Spiel ist so verballert in der Birne. Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Also das Tuch hängt fest. Also müssen wir den jetzt Müllzerkleinerer benutzen? Das hat sie ja gerade gesagt. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfipieps passiert nichts. Versprochen. Nur kurz zur Beschreibung. Ich war hier gerade mit meinem Schülerausweis gemütlich so ein bisschen am Rumspielen, aber als die Federn rauskamen, habe ich ihn nicht mal gerade fallen lassen. Wir haben dich wirklich Vogel... Wir haben nicht wirklich einen Vogel durch den Müllzerkleinerer geschickt. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Okay, nehmen wir ganz schnell die nasse Tischdecke, holen den Hammer raus und hauen ab. Na holla, da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Nein! Niemals. Aber genug geplaudert. Oso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Ha, genau.
Was riecht hier eigentlich so seltsam? Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallball fern, wenn du deine Finger behalten willst. Also das ist ein Plan, der kann ja nicht schief gehen. Auch hier besonders mit dieser wundervollen Guillotine und naja, der Vase und hier die Pfanne und ihrer Feuerwerkskörper an dem Sägeblatt und ach halt, komm, ich halt die Klappe, wir geben Gas. Schau gut hin. Rufus, nein. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc, retten oder nach Elysium? Retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Ja, warum ich beides? Blasebalg. Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Kann man irgendwas mit dem Feuerwerkskörper machen? Da mal ein Pfannenstiel. Hep. Oh. Zirkusreif wie immer. Da war ein Messer? Okay, das habe ich nicht gesehen. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Jetzt einmal Pfannstiel. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Ich wollte es eigentlich gerade gesagt haben, aber danke, dass du es übernommen hast, Rufus. Okay, jetzt Blasebalg. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Dann gibt es bestimmt eine interessante Kettenreaktion, die am Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe Doc gerettet! Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämler. Bull und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne...
hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo-Sacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Du, das, was für Goal das Beste ist. Für Goal das Beste oder für dich das Beste? Mal so eine Frage. Goal hatte gerade eben keine Erinnerung und kann sich auch nicht so wirklich daran erinnern, dass sie sich irgendwie abgesprochen hat mit Cletus. Wieso ist dann auf einmal Cletus sich so sicher, dass sie sich so einig sind? Na? Ich würde sagen, Cletus, wir haben hier eine Plakette und einen Eject-Knopf. Ich bin das Beste für Goal. Nein! Halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh-oh. Nein! Goal! Du Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Ach du Kacke! Ja, du bist ein richtig großer Profi, Cletus. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott, noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Gefunden! Nur die
besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Goals Implantat, was zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, denn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. Richtig mit Dancen und Saufen und allem. Russa mit Saufen und allem. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Ach, da war ja was. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Ach ja, das Kreuz eines Helden. Aber ich würde sagen, Leute, ich habe euch mal da, die erste Folge ist von Deponia, also Chaos auf Deponia. Das wird eine längere Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich mache mir auch ganz schnell eine ganz kleine Sicherung. Da speichere ich das hier. Okay, muss ich mir merken. Und das hier lösche ich mal ganz, ganz schnell. Das ist ein alter Spielstand. Gut, und ich würde sagen, ich hoffe, die erste Folge hat euch schon gefallen. Oh, das wird so lustig werden und ich weiß schon so gut wie gar kein Rätsel mehr. Oh Gott, mein Alzheimer-Gedächtnis, das kann lustig werden. Okay, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Kritik oder Kommentare habt, ihr wisst den Rotz schon von Minecraft und sonstiges, stopftet unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Let's Play Chaos auf Deponia. Bis dahin. Tschüss.